Ich bin Consuelo Mendes, ich komme aus Ecuador. Ich bin seit 20 Jahren hier in Deutschland und seit 16 Jahren bin ich Mitglied des Integrationsrats hier in St. Augustin. Ich begleite viele Familien, bis sie am Anfang, dass sie kommen und haben einige Probleme, sich zu integrieren oder auch wenn das nicht die Sprache beherrschen. Und ein Beispiel war, dass ein Mädchen hatte ein paar sehr gut in der Grundschule und trotzdem hat sie in eine Realschule Empfehlung. Und wir haben gesagt, warum, wenn sie das eine sehr gute Schülerin ist. Und die Lehrerin wollte es nicht die Gymnasiumsempfehlung geben und sie musste in ein Gymnasium Testen machen, Prüfungen machen und sie ist doch da angekommen und war die beste Schüler von ihrem Abitur in diesem Jahrgang. In diese Richtung gibt es mehrere Fälle, die wir erlebt haben. Es hat sich viel verbessert. Die Leute würden offener. Es gibt mehr Migration im Moment und auch die Institutionen wie Integrationsrat oder andere Institutionen, Vereine, die helfen, dass die Leute sich besser integrieren und die deutschen Leute offener zu bleiben. Es ist fast kein Tabu mehr, aber es gibt immer noch dieser Rassismus, leider. Aber es ist viel besser als vor 15 oder 20 Jahren. Hallo, mein Name ist Nino Caverial. Ich bin 18 Jahre alt mittlerweile und bin seit mittlerweile 6 Jahren hier in Deutschland. Das war relativ spontan, aber ich muss sagen, es hat mich relativ interessiert, als Consuela zu mir kam und mir erzählt hat, dass es um wohltätige Zwecke, sagen wir mal so, geht. Da habe ich mich sehr dafür interessiert und ich dachte, weil ich so viel bekommen habe, möchte ich auch was zurückgeben und genau deshalb bin ich gekommen. Dazu muss man ehrlich sagen, das hat was mit der Schule zu tun. Ich besuche ja zurzeit die Q1. Bevor ich aber die Schule jetzt gewechselt habe zum Albert-Einstein-Gymnasium, war ich an einem Heinrich-Böll-Gymnasium. Und dort ging es tatsächlich so, wenn man ein bisschen Potenzial gezeigt hat, vor allem im Musikunterricht, ist der Lehrer sehr, sehr stark darauf eingegangen, was mir persönlich sehr viel weitergebracht hat. Und ich finde, wären bestimmte Personen aus dieser Schule nicht in mein Leben getreten, wäre ich niemals an diesem Musikstand oder an diesem Wissen angekommen. Ich bin der Selim, ich komme aus Tunesien, bin seit 6 Jahren jetzt in Deutschland, auch im Bonn-Rhein-Sieg-Kreis. Studiere nachhaltige Sozialpolitik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und bin in meiner Freizeit bei der Erasmus Student Networks freiwillig aktiv. Vor kurzem neulich im Integrationsrat gewählt und unterstütze auch die Artists for Futures mit deren Social Media Arbeit und Flyer, Broschüren und so weiter und so fort. Man wächst einfach sozial auf und möchte helfen, viel schaffen im Leben auch. Politisch natürlich, also hängt das mit meinem Studium ein bisschen auf, aber ich würde sagen, Integration hat mich dann, ich wollte mich integrieren. Das hat mich motiviert.